Willkommen zu einem neuen Unboxing News Video. Und diesmal möchte ich in diesem News Video die Videosoftware vorstellen, mit dem ich eigentlich ja meine Bildschirmaufnahmen für zum Beispiel für die Unboxing News Videos oder auch für die Technik Deals aufnehme, aber auch mit dieser Software mache ich die Videobearbeitung für die Videos, für die Unboxing-Videos, wo ich eben verschiedene Produkte vorstelle. So, das ist die Movavi Video Suite 16. Diese Software nutze ich jetzt seit voriger Woche. Davor habe ich die Movavi Screen Capture Studio genutzt. Das ist eigentlich eine abgespecktere Version von der Video Suite. Dort kann man eben nur Bildschirmaufnahmen machen, Audioaufnahmen machen, dann ja, Videos bearbeiten, hat ebenso einen Editor drin, viele Funktionen wie Texte einfügen, schneiden und so weiter. Und ja, die Video Suite ist eigentlich die umfangreichere Version dieser Videosoftware. Und ja, die haben wir uns jetzt vorige Woche gekauft. Die habe ich jetzt hier auf meinem Arbeitsgerät, auf meinem Arbeits-PC installiert und die Movavi Screen Capture Studio habe ich auf meinem anderen PC, auf dem anderen Stand-PC installiert, damit ich da auch dort eine gute Videosoftware habe. Aber hauptsächlich arbeite ich ja auf diesem Gerät und da möchte ich eben die bessere Software drauf haben. So, schauen wir uns einmal die Funktionen an. Hier hat man verschiedene Bereiche, also Video, Audio, Foto, Daten, Extras und dann ein Handbuch. Im Bereich Video haben wir da Video bearbeiten, Video konvertieren, Bildschirmvideo aufnehmen. Also das ist jetzt Bildschirmvideo aufnehmen. Das ist der Bereich, mit dem ich jetzt eigentlich hier den Bildschirm aufnehme. Dann hier von Kameras, VHS, TV-Tuner aufnehmen, Video aufteilen. Das ist einfach nur eine einfache Schnitt. Ein einfaches Schnittprogramm und hier Videos anschauen. Das ist eigentlich so wie im Windows zum Beispiel mit der Software, mit dem man eigentlich die Videos öffnet. Also die wichtigsten Bereiche hier sind auf jeden Fall Video bearbeiten und Bildschirmvideo aufnehmen. Ja, und dann im Bereich Audio hat man dann noch Sound aufnehmen. Das ist zum Beispiel gut für Leute, die Podcasts machen oder so, dass die da eine gute Software haben, eben für die Podcasts. Dann hat man hier noch den Bereich Foto. Da kann man Bilder konvertieren, Diashows erstellen und so weiter. Hier hat man dann ja verschiedene Datenprogramme, wo man zum Beispiel von Sony die AV-CHD importieren kann, Diskettenbrennern und so weiter. Also verschiedene Sachen. Da hat man hier noch ein paar Extras. Wir schauen uns jetzt nur mal den Bereich Video bearbeiten an. Und das ist der Video Editor. Und ja, das ist ein wirklich tolles Programm, womit ich meine Videos bearbeite. Also hier kann man Videodateien hinzufügen. Das werde ich jetzt einmal machen. So, hier habe ich schon ein Testvideo vorbereitet von meinem YouTube-Kanal Unboxing Planet. Und ja, habe ich jetzt ein kurzes Video eingefügt und schauen wir uns einmal an, was ich da aufgenommen habe. Hallo und willkommen auf meinem Kanal Unboxing Planet. Das ist ein kleines und kurzes Testvideo, damit ich. So viel dazu. Also Video ist jetzt drin. Ich werde das Ganze hier jetzt Projekteinstellungen unten stellen, was ich immer mache auf Full HD, 1920 mal 1080 Pixel im Verhältnis 16 zu 9.
Okay. Und ja, jetzt kann man hier noch verschiedene Audiomuster einfügen, also zum Beispiel Applaus. Oder hier zum Beispiel DJ oder Cowboy. Also da hat man wirklich verschiedene Sachen, was man da dazu hineingeben kann in die Tonspur des Videos. Zum Beispiel hier hat man noch Peitsche. Ja, dann hat man hier noch verschiedene Audiospuren, die man einfügen kann. Also zum Beispiel hier. Dann hat man hier epische Action. Also da hat man auch verschiedene Sachen, was man eigentlich so einfügen kann. Zum Beispiel schauen wir uns einmal Märchen an. Oder Lustiges. Also da kann man verschiedene Tonspuren dann zum Video einfügen, kann man ja, Ton vom Testvideo wegnehmen und dann eben auch ja, verschiedene Sachen einfügen, aber auch extra in die Tonspur Sachen einfügen und das eben dann nutzen. Man kann auch Intros einfügen, also hier hat man zum Beispiel so ein Countdown oder alter Film. Das sieht dann so aus. Dann hat man hier verschiedene Hintergründe, die man noch einfügen kann. Zum Beispiel so etwas. Und dann kann man hier Texte dazu einfügen. Also da hat man auch verschiedene Sachen. Ja. Und ja, dann geht es weiter hier mit den verschiedenen Filtern, die man auf die Videos anwenden kann. Also schwarz-weiß, da hat man verschiedene neue auch dabei. Oder so etwas Rötliches oder was Braunes. Also da hat man verschiedene Sachen als Filter, die man auf die Videos anwenden kann oder zum Beispiel so Lichtreflexe. Oder von der anderen Seite so ein Lichtreflex, was hier wandert. Also, da hat man wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Filtern oder so ein Wirbel. Ja, und dann gibt es hier die Auswahl für Übergänge. Also, wenn man die Videos schneidet, dann kann man da verschiedene Übergänge einfügen. Ich werde mal hier jetzt einen Schnitt machen. So, und werde jetzt irgendwas Neues, diesen Teil hier einfügen. Schauen wir uns jetzt das Ganze Das ist hier ein, wie an, das kleines und aussieht. kurzes Testvideo, damit ich Meine die Videosoftware Movavi Video Suite vorstellen kann. Okay, jetzt hat man da eigentlich nicht viel gesehen, eben weil ja das Video normal weiterläuft. Machen wir noch einen Schnitt.
Natürlich sieht man das erst, wenn ein anderes Video oder Videos hinzugefügt wie wird. vorstellen kann. Schauen Schauen wir wir mal, mal. was ich vorstellen Jetzt geht es So, dann um die jetzt Funk. hat man, Jetzt geht es dann dieses. um die Funk. Diesen Übergang jetzt gesehen. Also da hat man auf jeden Fall auch verschiedene zur Auswahl, also wirklich eine sehr große Auswahl. Das schaut noch ziemlich gut aus. Kennt man auch aus dem Windows Movie Maker zum Beispiel. So, dann gibt es hier zum Beispiel Texte, die man einfügen kann. Also da hat man auch verschiedene zur Auswahl. Oder hier zum Beispiel. Oder dieses. Oder hier zum Beispiel, das ist auch ein neues. Sieht auch gut aus. Oder das. Also auch hier eine sehr große Auswahl an Texten oder wenn man zum Beispiel ja, Videoanleitungen macht, dann ist das sehr gut geeignet. Da kann man dann ja, die Zahlen, also die Videos nummerieren und so weiter, Titel unten einblenden. Hier für Videoanleitungen. Also das ist sehr gut geeignet. Ja, dann hat man hier auch noch verschiedene Effekte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mache ich einen Schnitt hinein und werde jetzt hier etwas markieren, zum Beispiel damit. Und dann hier das Ganze. So, und das werden wir auf 5 Sekunden erhöhen und anwenden drücken und schauen einmal, wie das Ganze aussieht. Kanal Unboxing Planet, das ist ein kleines und kurzes Hier oben Testvideo, erscheint das damit gleich. ich, So, und jetzt jetzt erscheint erscheint die das WR eingerahmte und das Movavi Video Videos schwindet schwindet dann dann automatisch wieder. Videos. Und da kann man dann auch ja Rechtecke einfügen oder Pfeile einfügen und so weiter. Auch so Sprechblasen, Gedankenblasen und so weiter. Oder ja Sachen markieren, Pfeile einfügen. Da hat man da auch verschiedene Sachen. Oder etwas farbig hervorheben. Zum Beispiel. Gehen wir mal hier hin, mache ich einen Schnitt, so fügen wir da etwas rein, so, und wenn ich jetzt hier etwas, ein Video oder einen Bereich markieren möchte, dann kann ich das so tun und hier dann ja, wieder auf, sagen wir, 5 Sekunden erhöhen, anwenden und schauen wir uns das an, wie das Jetzt geht es aussieht. dann Jetzt geht es Movavi dann Video um die Suite. Funktionen So, und hier von ist das jetzt Movavi markiert Videos. und dann verschwindet das wieder. Also das nur einmal einige Sachen, die man da in die Videos einfügen kann. Dann hat man hier auch noch Schwenken und Zoomen, also da kann man ein- und auszoomen oder einzoomen, nur auszoomen, seitlich schwenken, nach unten schwenken, nach links schwenken, zoomen. Also da hat man da auch verschiedene Möglichkeiten. Dann hier verdecken oder hervorheben, Konturen, weicher Fokus und so weiter, was man da machen kann. Dann hier hat man Chroma Key, das ist das Greenscreen-Effekt. Also wenn man da ein Video aufnimmt mit grünem Hintergrund oder eben einer anderen Farbe, der Hintergrund kann auch schwarz sein, dann wählt man die Farbe einfach hier aus
Und ja, kann dann zum Beispiel schwarz auswählen und dann die schwarze Farbe herausnehmen und dann einen anderen Hintergrund hineingeben. Dann kann man hier zum Beispiel Video stabilisieren und so weiter. Oder wenn man in den Bereich Effekte geht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich verbessern möchte, gehe ich hier auf diesen Bereich, auf den letzten Button hier. Und ja, dann bin ich in den Tools für Video. Da kann ich jetzt Lautstärke regulieren, die Geschwindigkeit regulieren oder das ganze Video rückwärts abspielen. Einblenden, ausblenden, dann habe ich hier Equalizer, was ich nutzen kann, oder Störungsentfernung, Audioeffekte, dann Takterkennung und so weiter. Oder zum Beispiel hier, also das waren jetzt die Audioeffekte, gehen wir in die Videoeffekte. Also da kann ich jetzt Lautstärke einstellen und so weiter. Das ist hier der erste Bereich, gleich wie im Audiobereich. Im Videobereich habe ich das Ganze auch. Und dann habe ich hier aber noch extra Funktionen, zum Beispiel Farbanpassungen. Kann ich da machen, entweder manuell oder automatische Anpassungen, dann zuschneiden und drehen oder schwenken und zoomen. Das hat man hier auch in diesem Bereich, eine Schnellzugriffstaste, Chroma Key, hat man hier wieder die gleiche Funktion oder hervorheben und verdecken. Das ist wieder die Funktion, was ich schon gezeigt habe. Stabilisierung hat man auch hier oder eben auch Zeitlupe. Also da kann man die Geschwindigkeit wegnehmen. Also da hat man wirklich verschiedene Tools, was man da auf die Videos anwenden kann. Und hier kann man dann weitere Videospuren einfügen oder dann hier weiter unten hat man dann Tonspuren, was man einfügen kann. Hier kann man Maßstab verändern, also das Ganze vergrößern. Dann hat man da einen besseren Zugriff auf wirklich kleine Bereiche im Video. Ich habe das in diesem Bereich. Ja, und ja, das ist eigentlich ja die Videosoftware, die ich für meine Videobearbeitung nutze, für die Bildschirmaufnahmen nutze, also so wie jetzt auch für die Bildschirmaufnahme. Und das ist meine Videosoftware von Movavi, die Video Suite. Und ja, wenn man sich das Ganze vergleicht, also zum Beispiel von der Konkurrenz, da kostet die gleiche Software so um die 300 Euro und hat eigentlich im Grunde die gleichen Funktionen, Chroma Key, Bildschirmaufnahme, Videoschnitt, Videobearbeitung und so weiter. Und ja, die Video Suite von Movavi kostet nur 50 Euro. Und ja, wer eine gute Videosoftware haben möchte, auf YouTube aktiv ist und wirklich eine sehr gute Videosoftware mit umfangreichen Funktionen haben möchte, der sollte sich einmal die Movavi Video Suite anschauen, denn hier hat man wirklich verschiedene Bereiche für die Videobearbeitung, also verschiedene Tools, was man da auch einfügen kann, Übergänge, Filter, Texte, Pfeile und so weiter. Also da kann man wirklich sehr viel mit den Tools machen oder eben auch hier die Audiomuster, die man hat, die Audiospuren, Stockvideos hat man da einige und auch Hintergründe und so weiter, was man da einfügen kann. Und ja, eine sehr, sehr gute Videosoftware für die Videobearbeitung, für Bildschirmaufnahme, für Audioaufnahme und so weiter. Ja, ich kann dieses Videosoftware, die Movavi Video Suite, wirklich nur empfehlen. Wer
eine abgespeckte Version haben möchte für Videobearbeitung, Bildschirmaufnahme und Audioaufnahme, der kann sich auch die Movavi Screen Capture Studio anschauen. Die habe ich bisher genutzt und war damit auch sehr zufrieden. Eigentlich die Oberfläche vom Video Editor sieht genauso aus wie hier von der Video Suite. Nur hat man hier dann weniger Funktionen, also zum Beispiel weniger Übergänge, weniger Filter, weniger Texte und hier den ganzen Bereich mit den Pfeilen und so weiter hat man überhaupt nicht drin, aber es ist ja vollkommen auch ausreichend. Ich habe bis jetzt auch damit gearbeitet und war sehr zufrieden. So, das war's jetzt wieder von diesem Unboxing News Video, wo ich jetzt meine Videosoftware Movavi Video Suite vorgestellt habe, mit dem ich meine Videos für YouTube bearbeite und auch die Bildschirmaufnahmen damit aufnehme und sehr zufrieden damit bin.